Ja, solche Aussagen resultieren aus Unwissenheit und Vorurteilen. Umso wichtiger ist es, dass wir weiterhin darüber aufklären. Wenn man sich jemandem anvertraut hat und dieser so reagiert, dann kann man natürlich versuchen, ihn zu informieren und aufzuklären, um sich selbst zu stabilisieren und um Unterstützung zu erhalten, würde ich empfehlen, sich an Menschen zu wenden, die genau dafür da sind. Also zum Beispiel VertrauenslehrerInnen oder SchulsozialarbeiterInnen oder ÄrztInnen, PsychotherapeutInnen. Auch online gibt es verschiedene Anlaufstellen. Für Kinder, Jugendliche gibt es zum Beispiel U25 oder Jugendnotmehl. Und für Erwachsene gibt es das Sorgentagebuch oder eben die allgemeinen Krisen- und Beratungsstellen.